Angelus mit Papst Franziskus am Petersplatz in Rom am Sonntag, dem 20. September 2020. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Das heutige Evangelium, vergleiche Matthäus 20,1-16, erzählt das Gleichnis von den Arbeitern, die der Herr des Weinbergs als Tagelöhner angeworben hat. In dieser Erzählung zeigt uns Jesus die überraschende Art von Gottes Handeln, dargestellt durch zwei Haltungen des Gutsbesitzers, den Ruf und den Lohn. Zunächst der Ruf. Fünfmal geht der Herr eines Weinbergs auf den Platz hinaus und ruft Männer auf, für ihn zu arbeiten. Um 6, 9, 12, 3 und dann um 5 Uhr nachmittags. Es ist ergreifend, das Bild dieses Gutsbesitzers zu sehen, wie er mehrmals auf den Platz hinausgeht, um Arbeiter für seinen Weinberg zu suchen. Dieser Gutsbesitzer steht für Gott, der alle Menschen ruft und dies immer tut, zu jeder Stunde. So handelt Gott auch heute. Er ruft weiterhin alle Menschen zu jeder Stunde, um sie zur Arbeit in seinem Reich einzuladen. Das ist Gottes Stil, den wir übernehmen und nachahmen sollen. Er ist nicht in seiner Welt eingeschlossen, sondern geht hinaus. Gott geht ständig hinaus, um uns zu suchen. Er bleibt nicht eingeschlossen. Gott geht hinaus. Er geht ständig hinaus auf der Suche nach den Menschen, weil er will, dass niemand von seinem Liebesplan ausgeschlossen wird. Auch unsere Gemeinschaften sind aufgerufen, über die verschiedenen Arten von Grenzen, die es geben kann, hinauszugehen, um allen das Wort des Heils anzubieten, die Botschaft zu bringen, dass Jesus gekommen ist. Es geht darum, sich Lebenshorizonten zu öffnen, die denen Hoffnung bieten, die fortwährend in den existenziellen Randgebieten leben und die Kraft und das Licht der Begegnung mit Christus noch nicht erlebt oder sie verloren haben. Die Kirche muss wie Gott sein, immer im Aufbruch. Und wenn die Kirche nicht im Aufbruch ist, nicht hinausgeht, erkrankt sie an vielen Übeln, die wir in der Kirche haben. Und warum diese Krankheiten in der Kirche? Weil sie nicht im Aufbruch ist. Es stimmt, wenn man hinausgeht, besteht die Gefahr eines Unfalls. Aber eine Kirche, die einen Unfall hat, weil sie im Aufbruch ist, weil sie das Evangelium verkündet, ist besser als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit krank ist. Gott geht immer hinaus, weil er Vater ist, weil er liebt. Die Kirche muss dasselbe tun, immer hinausgehen, immer aufbrechen. Die zweite Haltung des Gutsbesitzers, die für die Haltung Gottes steht, ist seine Art, die Arbeiter zu entlohnen. Wie zahlt Gott? Der Gutsbesitzer einigt sich mit den ersten Arbeitern, die morgens eingestellt werden, auf einen Denar. Vers 2. Zu denen, die später hinzukommen, sagt er: Ich werde euch geben, was recht ist. Vers 4. Am Ende des Tages ordnet der Gutsbesitzer an, allen den gleichen Lohn, also einen Denar zu geben. Diejenigen, die seit dem frühen Morgen gearbeitet haben, sind empört
und beschweren sich über den Herrn. Aber er besteht darauf. Er will allen den höchsten Lohn geben, auch denen, die als Letzte angekommen sind. Verse 8 bis 15. Gott zahlt immer den höchsten Lohn. Er bleibt nicht beim halben Lohn stehen. Er zahlt alles. Und hier versteht man, dass Jesus nicht über Arbeit und gerechten Lohn spricht, das ist ein anderes Problem, sondern über das Reich Gottes und die Güte des himmlischen Vaters, der ständig hinausgeht, um die Menschen einzuladen und der allen das Maximum bezahlt. Denn Gott verhält sich so. Er schaut nicht auf Zeit und Ergebnisse. Er schaut auf die Bereitschaft und Großherzigkeit, mit der wir uns in seinen Dienst stellen. Sein Handeln ist mehr als gerecht, in dem Sinne, dass es über die Gerechtigkeit hinausgeht und sich in der Gnade offenbart. Alles ist Gnade. Unser Heil ist Gnade. Unsere Heiligkeit ist Gnade. Mit der Gnade, die er uns gibt, gibt er uns mehr, als wir verdienen. Und dann steht derjenige, der mit menschlicher Logik argumentiert, das heißt mit der Logik der Verdienste, die er durch sein eigenes Können erworben hat, nicht an erster Stelle, sondern an letzter Stelle. Aber ich habe so viel gearbeitet, ich habe viel in der Kirche getan, ich habe viel geholfen und sie zahlen mir das Gleiche wie dem Letzten, der gekommen ist. Erinnern wir uns daran, wer der Erste war, der in der Kirche heilig gesprochen wurde. Der gute Schächer. Er stahl den Himmel im letzten Augenblick seines Lebens. Das ist Gnade, so ist Gott. Auch gegenüber uns allen. Wer dagegen an die eigenen Verdienste zu denken versucht, scheitert. Wer sich demütig der Barmherzigkeit des Vaters anvertraut, findet sich, wie der gute Schächer, nicht an letzter, sondern an erster Stelle wieder. Vergleiche Vers 16. Möge die selige Jungfrau Maria uns helfen, jeden Tag die Freude und das Staunen zu empfinden, von Gott gerufen zu werden, um für ihn zu arbeiten, auf seinem Acker, der die Welt ist, in seinem Weinberg, der die Kirche ist, und als einzigen Lohn seine Liebe zu haben, die Freundschaft mit Jesus. Ich grüße euch alle, die Römer und die Pilger aus verschiedenen Ländern, die Familien, die Pfarrgruppen, die Vereine und einzelne Gläubige. Allen wünsche ich einen schönen Sonntag. Bitte vergesst nicht, für mich zu beten. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen.